6 Gemeinden, eine Idee. Gemeinsam gedacht, gemeinsam gemacht. Die Fahrradmobilität der Zukunft. Die Steirerinnen und Steirer besitzen inzwischen mehr Fahrräder als Autos. Das ist ein klares Signal und Auftrag für die GU Südortschefs. Denn Fahrradfahren rückt vom Rand der Mobilität ins Zentrum der Mobilität. In der Gemeinde Hart bei Graz geht es darum, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern. Wir wollen einfach jedem die Möglichkeit geben, so zu fahren, wie er will oder wie sie möchte. Und dafür ist die Radwegeinfrastruktur einfach essentiell. Der kurze und schnelle Weg wird in Zukunft ein Weg mit dem Fahrrad sein. Dafür müssen aber die Voraussetzungen wie breitere und damit sicherere Fahrwege errichtet werden. Oder auch Fahrradzonen, die nur den Radfahrern und Anrennern vorbehalten sind. Sowie sekundäre Infrastrukturmaßnahmen wie Radabstellplätze bzw. Lade- und Servicestationen mitgedacht und mitgeplant werden. Bis dato waren Fahrradwege eher als Freizeitwege gedacht. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, auch den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad schnellstmöglich zu ermöglichen. Deswegen bauen wir jetzt die Verbindung vom Bahnhof Hart zum Kreisverkehr Raber und im übernächsten Jahr dann vom Bahnhof Hart zum Park-and-Ride-Autal. 6 innovative Mobilitätsentwickler ziehen an einem Strang, investieren viel Zeit und Geld und errichten für sie ein lückenloses, modernes Fahrradnetz im Süden von Graz.